Genau, vielleicht noch mal vorweg. Ihr habt gesehen, ich begrüße mal die ganze Runde. Mein Name ist Michael Ostertag. Ich bin hier bei Schmidhuber zuständig, vor allem für den Part Kreation und Strategie. Also immer dann, wenn sich Systeme oder Marken deutlich weiterentwickeln wollen, mische ich mich gerne ein. Neben mir sitzt Lissy, die dankenswerterweise hier auch unser Marketing und auch so die Themen, die Hochschulthemen mitorganisiert und steuert. Und zu meiner Rechten Freddy, ein ganz toller Designer, der mit mir hier gerade auch das neue Markenbild mit Audi entwickelt. Ich möchte auch nochmal danken dem Johannes, weil der Kontakt ist zustande gekommen und irgendwie ist es auch vielleicht die Chance, etwas auch an die Hochschule zurückzugeben, weil wir Johannes hier kennengelernt haben als wirklich, wirklich tolle Persönlichkeit, der sich super eingebracht hat und einfach das Team vom ersten Tag an bereichert hat. Und auch daher ist die Motivation vielleicht irgendwie da auch mal was zurückzuspielen und zu sagen, hey, irgendwie müsst ihr eine tolle Hochschule sein, da für uns da oben im hohen Norden, wenn da solche guten Menschen und Persönlichkeiten auch ausgebildet werden. Insofern freue ich mich sehr auf die Stunde, haben wir, glaube ich, die wir hier zusammen haben. Und möchte kurz einsteigen. Ich habe zwei Teile dabei. Der erste Teil ist so ein bisschen informativ, um euch allen so ein bisschen den Shape von Schmidhuber nahezubringen, was wir eigentlich sind. Das ist ja doch nicht so leicht ablesbar in der großen Leistungstiefe und Breite, in der wir arbeiten, was wir so tun. Und der zweite Teil geht dann eher darauf ein, auf ein Thema, was vielleicht brandaktueller nicht sein kann, nämlich auf das Thema Live-Kommunikation in der heutigen Zeit und gerade in der Zeit auch der Pandemie und eigentlich des Lockdowns. Und so starte ich den Vortrag, die Kraft der Begegnung klingt esoterischer, als die nächste Stunde verlaufen wird. Genau, Schmidhuber, wer sind wir? Wir haben einen Leitsatz, wir dimensionieren Marken. Das heißt, wir greifen eigentlich immer überall da an, wo sich Marken Menschen zeigen, also im 1:1-Maßstab, virtuell wie real. Das macht keinen Unterschied und unsere Ergebnisse sind dann nicht immer ein sehr großer Disziplinenmix, wie ihr nachhinein sehen werdet. Es geht im Sparring zwischen Identität oder erlebnisstiftenden Arbeiten ganz viel um Architektur, um Corporate Identity, aber eben auch um salesgetriebene Vorgänge und inzwischen auch immer mehr um interne Maßnahmen, um Markengesicht, Persönlichkeit oder auch Gestalt zu geben. Wir sitzen hier in München. Schon relativ lange hat sich das Büro aus dem Räumlichen immer mehr in das Agentur, in die Kommunikation im Raum und ins Kommunikationsdesign hineinentwickelt. Inzwischen sind wir so um die 90 feste Mitarbeiter, die hier zusammen leben und arbeiten. Und was wir so intern auch so als Motiv herausgegeben haben, ist eine Art Collaborative Space, den wir sehr ernst nehmen. Das heißt, wir haben keine Disziplinen, wie vielleicht unsere großen Wettbewerber, also die Unit 2D, 3D digital aufgebaut haben, sondern wir setzen eigentlich jede Aufgabe, jedes Projektteam, jedes Kundenteam, was meistens sehr, sehr langjährig dann auch Kunden betreut, individuell zusammen. Das heißt, wir ziehen auch oft um und bilden eigentlich jedes Mal neue Gruppen. Hat viele Vorteile, natürlich auch ein paar Nachteile. Ich habe jetzt nicht drauf ein. Für wen arbeiten wir? Es sind hauptsächlich die großen Konzerne und Mittelständler, globale Kunden, genauso wie Deutsche. In den letzten Jahren hat sich ein sehr großer Technologiefokus auch noch entwickelt. Ansonsten haben wir keine Schwerpunktbranchen. Wir haben eher so zwei, drei Ausschlusskriterien, so, dass wir für Rüstung oder auch böse Länder nicht arbeiten wollen. Ansonsten sind wir in einem sehr, sehr breiten Portfolio unterwegs und haben das Ganze auch. Ich muss hier mal kurz so ein Pop-up-Fenster abschließen, was bei mir hier in der Mitte Was ist noch wichtig, vielleicht zu sehen, wie wir arbeiten? Natürlich haben wir alle agilen Arbeits- und Prozessmethodiken inzwischen inhaliert und sind da sehr, sehr spezifisch auf Kundenbedürfnisse unterwegs. Was wir aber gemerkt haben, dass wir die Leistungsphasen alle durchbauen wollten und auch getan haben. Das heißt, von impulsgebenden strategischen oder auch beratenden Tätigkeiten bis hin in die fertige Lieferung der Endprodukte oder auch oft im baulichen, dann auch Gebäude, übernehmen wir die volle Verantwortung.
Wir haben das deswegen auch so breit durchgebaut, weil wir gemerkt haben, dass eigentlich die Wahrheit erst am Schluss auf dem Platz liegt, wie die Fußballer sagen. Also nur das Ergebnis, was funktioniert, bringt den Kunden dann auch die echte Wertschöpfung. Und es gibt in unserem Markt einfach auch zu viele Kreativ- oder Designagenturen, die große Dinge verkaufen, die dann aber nicht haltbar sind. Und dazu haben wir auch eigentlich unsere Firmenstruktur aufgebaut. Wir vereinen hier zwei Pole. Das ist nach außen im Vermarktungsthema nicht so sichtbar, aber wir haben die Brand Experience GmbH, die das Thema Markenführung und Kreation in der Profession hat und dann ergänzend ähnlich eigentlich, wie ihr es vielleicht im Hochbau kennt, als schlüsselfertige baute Firmen, die quasi dann fertige Häuser bis zur schlüsselfertigen Übergabe auch anfertigen. Und so sind wir eigentlich inzwischen für 80% unserer Kunden unterwegs. Was gibt es noch zu sagen? Unsere Branche heißt Kommunikation im Raum. Es ist eigentlich ein Überlagerungsfeld verschiedenster Disziplinen, mischt sich oft durch und ist eigentlich auch sehr klein. Insofern betreiben wir auch große Lobbyarbeit. Wir versuchen jetzt eben nicht nur gute Projekte für zufriedene Kunden zu gestalten, sondern wirklich auch diesen Markt mitzutreiben, uns einzubringen, zu challengen und freuen uns auch, dass es klappt und trotz dieser Nischendisziplin eigentlich doch sich da eine deutliche Anerkennung auch im Markt gebildet hat. Genau, wir sitzen in München, haben uns hier wer München kennt, im Viertel Nymphenburg am Kanal, haben uns ja schon vor Jahren niedergelassen, haben hier inzwischen drei Häuser, die wir bespielen und ziehen auch oft um, wie gesagt, dadurch, dass es eben nicht diese Spezialisierung auf Disziplin gibt. Sieht man uns hier oft mit Laptops oder verschiedenen mobilen Geräten irgendwie durch die Straßen ziehen. Und dass das Ganze eben mehr ist als irgendwie eine Agentur oder ein Arbeitsleben, ist klar. Das ist, glaube ich, bei allen unserer Branchen Wettbewerber wichtig. Was wir versuchen, ist das Ganze sehr, sehr familiär zu sehen. Und das zeigt vielleicht hier, das ist ein Überblick der Poster, der Veranstaltungen, die rund um die Arbeit auch entstehen. Und wir versuchen doch auch das Thema Zusammenarbeiten und Zusammenleben immer wieder sehr ernst zu nehmen. Genau. Jetzt fliege ich mal kurz vielleicht durch 10 Charts, die so zeigen, in welche Bandbreite wir unterwegs sind. Das ist auf der einen Seite die Positionierung und die Herausarbeitung von Marken. Das ist jetzt das Beispiel der Software AG. Das relativ große Softwareunternehmen, das zweitgrößte in Deutschland, kennt man nicht so, weil es tiefe Untergrundsoftware entwickelt. Aber da haben wir die Aufgabe gehabt, eigentlich die innerhalb auch eines großen strategischen Changes in ihrer Produktpolitik und Vertriebspolitik einfach auch die Marke nochmal klar zu kommunizieren und aufzustellen. Herausgekommen ist ein sehr, sehr schönes, einfaches Markenleitbild, das dann über Kampagnen global gespielt wurde. Und auf der anderen Seite ist vielleicht der Skala zu sagen, das Ningbo ist das Museum der Hafenstadt von Shanghai, von Ningbo. Da haben wir einen Architekturwettbewerb mitgemacht, so als Endeffekt eigentlich aus der Expo damals in Shanghai. Nicht, dass wir auf Hochbau spezialisiert sind, aber damals fanden natürlich alle unsere Architekten diese Einladung so toll, dass wir da teilgenommen haben. Dann haben wir es gewonnen, wollten jetzt aber nicht das große Hochbaubüro in China eröffnen, haben es deswegen eigentlich bis in die Entwurfsplanung hier bearbeitet und dann übergeben an ein Partnerbüro in China. Und inzwischen ist es da ein sehr schönes kommunikatives Museum geworden. Und ansonsten sind es viele Projekte, die sich im Sparring um Marken, Identität und Erlebnis drehen. Hier das neue Markenleitbild für Volkswagen, was wir entwickeln durften für den räumlichen Part. Viele temporäre Gebäude, Messestände. Hier ein Beispiel des Trumpf, kennt ihr vielleicht als deutsches Vorzeigeindustrieunternehmen. Da ist der Fokus natürlich weniger Design, der Fokus ist einfach Vertrieb. Also Trumpf benutzt die großen Messeveranstaltungen, um ihre Maschinen zu verkaufen. Das ist eigentlich der Verkaufskanal Nummer 1. Insofern gibt es da ganz viele inhaltliche Ebenen, die gestaltet werden müssen. Da gibt es viel um Content weltweit aufbereiten, Daten erheben, Daten generieren. Also es ist viel mehr als dieses sichtbare Markenziel, was man hier sieht, was da im Vordergrund steht. Bekannt sind wir natürlich für die langjährige Zusammenarbeit mit Audi, die auch immer wieder Spaß macht und uns challenged.
auch wenn natürlich dieser Fokus auf Endkundenerlebnis im Moment gerade in den Lockdowns abgenommen hat. Und manchmal sind es auch ganz andere Projekte, die vielleicht von der Perspektive eher gelagert sind. Wie bekommen wir denn die Zusage, dass Frau Merkel auf unseren kleinen Messestand kommt, obwohl die Software die ja nicht keiner kennt, und eine halbjährige Absprache mit dem Bundespresseamt, welches Thema wir denn da vielleicht auch so aufbereiten können, damit wir die Zusage bekommen und die Präsenz von Frau Merkel dann in der Tagesschau die notwendige Wertschöpfung für die Software erzielt. Räumlich große Konzepte, immer sehr inhaltlich gedacht. Hier die Expo in Mailand, die vielleicht einige von euch auch gesehen haben, die Beschäftigung mit dem Leitthema der Veranstaltung, ein sehr ernstzunehmendes Thema Reduce und Vermeidung von Ressourcen, also große Bäume, die diesen Pavillon da in der Hitze Mailands gekühlt haben, erstmal durch eine natürliche Verschattung, und diese Bäume waren belegt mit Solarzellen, die dann ihren Strom in die Wurzeln hinunter in die Ausstellung transportiert haben. Da war das Spannendste für mich eigentlich die Entwicklung dieser druckbaren Photovoltaikzelle zusammen mit einer Nürnberger Firma. Das heißt also, Kooperation mit Industrien gehen wir auch immer gerne ein. Wir sind immer auf der Suche auch nach neuen Bautechniken. Das ist ganz spannend, weil hier das erste Mal eigentlich etwas entstanden ist, dass wir Energie designen konnten. Das heißt, dieser Shape, das ist ein reines Grafikdesign, der dann über eine Art Plotterverfahren irgendwie in diese organischen Photovoltaik-Elemente umgesetzt wurde. Was gibt es noch? Ja, natürlich alle Arten von Shows, von großen Platzierungen, von Themenkommunikationen. Manchmal auch ganz exotische Aufgaben, wie hier dem eigentlich technologischen Thema Quattro, des Allradantriebs von Audi, ein Zuhause zu bauen. Da, das ist gelungen, da haben wir eine Skihütte in St. Moritz gestalten dürfen, die komplett eigentlich ohne irgendwelche kommerziellen Themen auskommt. Das ist ein sehr schöner Ort geworden, mit einem riesigen Kamin, mit dem Fels, der direkt da aus dem Berg entnommen wurde. Und mit einer Bildergeschichte in diesem Quattro-Schriftzug. Das heißt, dieser Schriftzug ist eigentlich ein Scherenschnitt, der in verschiedenen Bildergeschichten die Erfolgsgeschichte von Quattro kommuniziert. Angefangen damals bei dem legendären Pikes Peak Rennen von Walter Röhrl, dann diesen Skischanzen-Werbespot aus den 80ern, sind da diese Bilder, die Quattro groß gemacht haben, für ihn. Genau, das ist vielleicht jetzt mal so ein Schnelldurchlauf, irgendwie unsere Cases, ohne auf den einzelnen tiefer einzugehen, aber um euch einen Überblick zu geben, aus welchen Bestandteilen eigentlich unsere Arbeit hier zusammengesetzt ist. Im Wesentlichen sind es immer drei Faktoren, die zusammenkommen und die auch so eine Arbeit kräftig machen, ist das Thema Design, Inhalt, Content und Culture, die Kultur. Wenn diese drei Pole ordentlich gespielt werden, dann kommen eigentlich immer die kräftigsten Arbeiten dabei heraus. Und jetzt komme ich zu einem Thema, was ich neulich auch im ADC vorgestellt habe, weil ich denke, dass wir in der jetzigen Zeit als Designer im Bereich Kommunikation im Raum vielleicht auch überlegen müssen, ob wir unsere Profession und unsere Arbeit auch in den Dienst von, ja, vielleicht von gesellschaftlich relevanteren Themen stellen müssen. Und dazu habe ich ein kleines Gleichnis, das mir vor einem halben Jahr mal über den Weg gelaufen ist. Da wurde in einem Dialog gesprochen, dass jeder Mensch ein Sozialkonto besitzt. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon nahegebracht wurde. Wir alle haben ein sehr, sehr gut gefülltes Sozialkonto. Wir haben tolle Freundschaften, wir haben eine gute Familienbeziehung zu unseren Kindern, zu unseren Mitarbeitern, zu Kunden. Eigentlich haben wir jahrelang eingezahlt auf dieses Konto. Da ist viel Vertrauen entstanden, viel Bindung, viel Beziehung. Und eigentlich entnehmen wir seit 2,5 Jahren aus diesem Konto unmerklich, weil es ist noch gut, es klappt noch. Aber wie schaffen wir es, dieses Konto wieder aufzufüllen? Und welche langfristige Auswirkungen mag eigentlich diese Entnahme auch haben? Ich finde das eine wahnsinnig wichtige Frage, die sich jetzt so ein bisschen die Wissenschaft beschäftigt, die psychologischen Praxen sind überfüllt und es gibt diverse Indizien, dass wir was tun müssen. Und ich glaube, dass das Thema Live-Kommunikation und Begegnungen allgemein einfach ein wahnsinnig gutes Mittel ist, um dieses Sozialkonto wieder aufzufüllen. Da habe ich jetzt so einen kleinen Rundflug über 4 Themengebiete vorbereitet. Über die gehe ich jetzt schnell mal so eine halbe Stunde drüber. Das sind die Themen, eigentlich die Welt der Daten. Es geht um Gesellschaft. Es geht um ein Thema, was immer größer wird bei uns, nämlich
beschrieben, New Work, so ein bisschen als triviales Schlagwort. Und es geht auch über diese vielen hybriden Arbeits- und Begegnungsmodelle, die wir in letzter Zeit alle leben, tagtäglich. Ich fange an mit dem Thema Daten, Datability. Hierzu nochmal das Leitbild der Software, weil es da eigentlich die Essenz ist, das, was gerade passiert, was bei uns eigentlich auch im ökonomischen Mittelpunkt gerade passiert. Alle unsere Wertschöpfungen, alle unsere Produkte, Dienstleistungen werden inzwischen eigentlich angelegt auf Grundlage von Datensätzen. Und diese Datensätze und diese Messbarkeit vor allen Dingen von Daten sind die Grundlage dafür, dass Dinge entschieden werden, dass Budgets aufgestellt werden, dass Entwicklung passiert oder auch nicht passiert. Und ich halte das so ein bisschen gefährlich. Ich bin jetzt noch nicht allzu lange in dieser Branche, aber ich habe immer wieder so große Leitthemen gesehen oder mitgestaltet. Und für uns waren so die großen in 2010, was ganz viel identitätsstiftende Arbeit, viele Markenpersönlichkeiten schärfen. Wir sind dann rüberdiffundiert in eher so kurzfristigere Arbeiten, viel Brand Experience, die da erzeugt wurde. Und wir sind heute eigentlich, und das ist auch ein Effekt dieser Datenerhebung, so ein bisschen aus diesem Schattendasein, aus der Nische herausgetreten. Ist A natürlich gut, weil die Relevanz auch für die Marken immer wichtiger wird. Das Thema Live-Marketing und Kommunikation in der Begegnung, egal ob das jetzt Retail oder Showrooms oder Messestände, was auch immer sind, doch jetzt eigentlich angekommen ist in einem ernstzunehmenden Marketing-Tool. Auf der anderen Seite geht es ganz stark dahin, dass wir irgendwie messbare Ziele verfolgen, Performance-Marketing, sprich KPIs erfüllen, Quartalszahlen erhöhen müssen, Umsätze, Absätze, Verkaufszahlen erzielen müssen. Und das ist schon im Moment eine Spezialisierung, die ich so ein bisschen kritisch sehe, weil der Datensatz, auf dem wir jetzt unsere Arbeiten eigentlich anlegen, verfälscht ist. Und zwar liegt es daran, was man messen kann. Also kann man natürlich sagen, alles, was quantifizierbar ist, wird quantifiziert, also alles wird gemessen. Es geht aber dahingehend, dass viele dieser, ihr seht hier vielleicht irgendwie diese hart messbaren Faktoren kommen hier im unteren Bereich immer mehr in emotionale Faktoren rein. Die lassen sich in unserer Branche wahnsinnig schwer messen. Das ist ein großes Problem, mit dem sich vielleicht auch mal die Forschung und die Lehre, also sprich auch ihr mal beschäftigen können. Wie schaffen wir es denn, Bindungen messbar zu machen? Wenn wir das schaffen würden, würden wir viel mehr Budgets bekommen, hätten, glaube ich, einen viel einfacheren Job als jetzt, wo das Ganze immer noch so eine emotionale oder intuitive Geschichte ist. Wenn man da mal rüberschaut auf eine Branche, die in ihren Entwicklungsprozessen weiter ist, die IT-Branche, dann gab es da ein ähnliches Momentum. Es gab eine Zeit von großen Veränderungsprozessen in der IT-Branche, große Projekte, und ganz viele von diesen Projekten sind gescheitert. Sie haben einfach nicht funktioniert. Und man war erst so ein bisschen ratlos rum. McKinsey hat eine große Studie gemacht, warum das wohl passiert. Und das war genau dieses Thema. Es wurden eigentlich die ganzen Messgrößen und Erfolgsfaktoren waren alles die harten Faktoren. Und erst als dann angefangen wurde, dagegen mal zu halten, bei welcher Firma implementieren wir hier eigentlich gerade dieses neue System, was für eine Kultur herrscht da, was für Menschen sind eigentlich da, die Bedürfnisse, also die humanen Themen, mitzuspielen und gleich aufzuziehen, wurde die Erfolgsquote von diesen Arbeiten deutlich erhöht. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Sinnbild auch für uns, weil ich denke, dass wir mit der Live-Kommunikation, der Kommunikation im Raum oft Werte erzeugen oder auf Wertekunden einzahlen, die im Moment noch nicht so leicht messbar sind oder eben vielleicht auch nicht so kurzfristige Ziele verfolgen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, die man verknüpfen kann jetzt eigentlich auch mit dem Thema Sozialkunde. Zweites Beispiel dafür oder zweiter Exkurs, da geht es um unsere Gesellschaft. Und früher war die Welt relativ einfach, gerade unsere Kunden, aber auch wir ganzen Gestalter und Agenturen. Wir waren getrieben von dem, was wir können. Wir haben tolle Produkte, Dienstleistungen erzeugt. Wir hatten ein sehr lineares System. Wir hatten unsere Vertriebs- und Marketingstrukturen und außen saßen die Kunden. Das hat ganz gut funktioniert. Bis das große Customer-Centric-Thema kommt, das kennt ihr alle wahrscheinlich ganz gut. Die Digitalisierung hat so tolle
Sensoriken entwickelt. Wir wissen jetzt so viel von unseren Kunden, dass wir aus diesem Wissen heraus und den Daten daraus neue Produkte generieren und die den Kunden in Echtzeit anbieten können. Dieses System des Customer-Centric Designs hat so gewisse Themen produziert. Ich glaube, es wurden in den letzten 5 Jahren fast bei jedem Kunden Kundenprofile, Personas definiert. Man hat sich immer versucht, sozusagen auf die Gaußsche Verteilungskurve auf den perfekten Kunden, manchmal hat man auch 2 oder 3 Personas, aber eigentlich hat man, das war zum Beispiel das meistgewählte Bild in allen unseren Persona-Workshops, egal welche Branche oder welche Unternehmensgröße bei unserem Start war. Es war immer, und man hat gemerkt, dass da eine unheimliche Gleichmachung, eine unheimliche Einheitlichkeit getrieben wurde. Führt dazu, dass unsere Kunden natürlich auch ihre Produkte diesen Personas mainstreamen. Das heißt, die Vielfalt, die Individualisierung nimmt unheimlich ab. Man versucht natürlich, irgendwie den größten gemeinsamen Nenner zu treffen. Das heißt, die Differenzierung im Produkt ist jetzt gerade im Bereich Automotive schon seit ein paar Jahren vorbei. Das Thema Marke oder Zugehörigkeit ist ein wichtigerer Kaufgrund als das Fahrzeug selber. Was machen wir Designer? Wir stoppen eigentlich auch nicht so richtig davor. Das sind jetzt immer hier die verschiedenen Fashion-Brands vor und nach ihrer Relaunch. Wir gehen eigentlich auch in diesem Customer-Centric-Thema mit und nehmen eigentlich den Marken sozusagen auch noch ein bisschen die Identität. Und das ging eigentlich bis zu einem Punkt vor 1-2 Jahren immer weiter. Dieses Customer-Centric-Thema hat zum Beispiel Produkte hervorgebracht bei Amazon, die Same-Day-Delivery, also Produkte, die ganz eindeutig gegen das Thema Nachhaltigkeit, gegen alle ökonomischen Grundsätze sind, einfach nur, weil der Kunde das wollte. Bis zu einem Moment vor, ich glaube inzwischen 4 Wochen, die Schlagzeile, dass Facebook dadurch, dass sie eigentlich das teilt, was die meisten Menschen lesen wollen, Mitschuld daran bekommt, Putschversuche in Äthiopien auszulösen. Das war so, finde ich, der Gipfel dessen, was da gerade passiert ist. Und das bringt ein Thema hoch, was auch in aller Munde ist, CSR, die soziale Verantwortung, die auch Marken oder Unternehmenskulturen jetzt inzwischen innehaben. Manche spielen sie schon sehr lange, auch intrinsisch, wie jetzt vielleicht auch der Gründer von Patagonia, dann schon in den 60ern diesen sehr, sehr cleanen Kletterstil geprägt hat oder das einfach schon als Ebene sehr, sehr lange mitträgt. Klar, wir können jetzt nicht nur Patagonia-Marken entwickeln, aber es ist manchmal sehr authentisch und sehr lange gelebt. Manchmal ist es aber auch so, dass durch diesen gesellschaftlichen Druck dieselben Firmen plötzlich dazu kommen, neue Produkte anzubieten. Bei Amazon kann man jetzt seit ein paar Wochen einfach auch anklicken, ich brauche das nicht heute oder morgen. Packt es irgendwo rein, wo es in eure Lieferkette am besten passt. Also man kann plötzlich auch Unternehmen bewegen, Produkte zu verändern. Das fand ich sehr, sehr spannend. Daraus entwickelt sich so ein neues Leitbild, eben eher so ein Trio, so eine Resonanzbeziehung zwischen den Herstellern, den Endkunden, aber auch der Gesellschaft. Die uns natürlich auch beeinflusst. Also ihr könnt euch denken, dass so gerade temporäre Bauten wie Messestände immer wieder stark angezweifelt werden. Das ist doch überhaupt nicht nachhaltig und für 1,5 Wochen bauen wir da irgendetwas, was wir dann abreißen. Das ist eine Riesendiskussion, auch eine wichtige. Ich finde es schön, dass sie jetzt auch bei unseren Kunden salonfähiger wird. Ich habe da aber auch eine Meinung, dass wir da irgendwie die Diskussion nochmal auf einer etwas tiefereren Ebene führen, weil ich uns oft vergleiche, ihr seid noch nicht so lange aus der Schule wie ich, aber das ist das Leitbild eigentlich der chemischen Reaktion, wenn man ein Ausgangsprodukt und ein Endprodukt hat und die Veränderung der Transformationsprozess dazwischen, der kann erheblich beschleunigt oder erleichtert werden, wenn man Katalysatoren einsetzt. Und manchmal vergleiche ich uns auch oder vielleicht auch das Thema CO2-Aufwand oder Messestand mit so einem Katalysator, weil wir sind oft auch dazu da, Menschen zu bewegen, Meinungen zu verändern, Impulse zu geben, sich anders zu verhalten. Und manchmal kann auch ein gezielt eingesetzter Aufwand, sprich Messestand, einfach einen unheimlichen Nutzen für auch die Gesellschaft bringen, wenn wir damit einfach ein Consumer-Verhalten oder auch einfach eine Gewohnheit verändern können. Ich würde mich freuen, wenn wir da wegkommen, jetzt nur noch alles irgendwie aus Seekiefer oder Rollrasen oder vordergründig irgendwie klimaneutral zu sehen. Das, was wir tun,
verändert einfach oft auch Menschen, Haltungen, Beziehungen und das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Das dritte Thema betrifft die Virtualisierung und Hybridisierung unserer Kommunikation. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren, ich habe es neulich gelesen, sind 500 verschiedene Plattformen aufgepoppt, mit der man Geschäftsbeziehungen oder Kommunikation betreten kann. Wir selber haben es natürlich auch gemerkt, der physische Stillstand hat diese virtuelle Bewegung komplett gepusht. Eigentlich alle unsere Kunden haben sich darin versucht. Meines Erachtens sind wir jetzt in der Phase der Erkenntnis. Wir wissen sehr genau, was funktioniert, was schwierig ist. Angefangen bei einfachen Übersetzungen jetzt von Präsentationen, von Messen ins Virtuelle hinein, haben wir sehr viel versucht, auch die bestehenden Digitalplattformen aufzubohren, erlebnisreicher zu gestalten. Wir haben Vertriebsplattformen geschaffen, gerade hier oben rechts für Siemens, für die Hausgeräte-Sparte von Siemens, die einfach die Messe, die große Messe IFA als europäische Sales-Plattform hatte und sie brauchten ganz schnell ein virtuelles Tool, mit der sie einfach ihre Kunden, sprich Händler, erreichen konnten. Wenn man es mal zusammenfassen soll, ich will jetzt da gar nicht so tief drauf eingehen, ist es so, dass die virtuellen Formate immer dann am besten funktionieren, wenn wir das, was in der Begegnungskommunikation vielleicht eher so der Beifang ist, der Zufall der Begegnung. Aus so einem guten Event geht man abends raus und hat vielleicht 10 Gespräche geführt mit Menschen, das hatte man nicht geplant, die einen aber wahnsinnig bereichern, die vielleicht die Entscheidung oder die Perspektive deutlich verändern. Und wir haben versucht, auch solche Zufälle mit einzuweben, haben zum Beispiel Computerspiele programmiert, wo der Vertriebler neben seinem Kunden durch eine virtuelle Stadt fährt in ein Autorennspiel, um so ein bisschen auch diese persönliche Nähe, dieser Zweisamkeit in so ein doch dröges Medium zu kriegen. Aber wie gesagt, am weitesten sind da immer noch die Gamer und davon schauen sich viele Agenturen und auch viele Kunden recht viel ab und trotzdem giert fast jeder unserer Kunde wieder nach dieser echten Begegnung. Liegt auch daran, weil das keine eigentliche Mensch-zu-Mensch-Kommunikation ist, sondern dass wir seit 2 Jahren eine Mensch-zu-Maschine-zu-Mensch-Kommunikation haben. Und jetzt kommen auch die ersten wissenschaftlichen Erhebungen, warum so ein Zoom-Tag einfach viel erschöpfender ist als ein Tag mit Live-Meetings. Einfach weil unser Gehirn so viele Lücken füllen müssen, weil wir nur noch eigentlich 2 Sinne aktivieren haben und der Rest sich dazu gedacht werden muss. Beschäftigt eigentlich ganz viele und finde ich ein super spannendes Thema. Auch hier unser Herr Hawks, unser Zukunftsdenker, auch ganz klar sagen, dass diese Krise, diese Pandemie ein Kräfteverhältnis verschieben wird. Es wird ganz viel wieder stärker über das Mensch zu Mensch gehen. Es wird humane Fragen aufwerfen und es wird die Digitalisierung auch so ein bisschen einbinden. Gut. Und das vierte Feld nennen wir hier bei uns, weil wir es auch als Geschäftsfeld sehr, sehr stark ausbauen. Wir freuen uns auch, dass es von alleine passiert. Also viele große Marken richten sich in letzter Zeit wieder stark nach innen auf das, was sie eigentlich ausmacht, nämlich auf ihre Menschen und versuchen da auch Dinge zu verändern. Zum Teil getrieben natürlich aus dem Thema Remote-Arbeiten und Homeoffice, was jetzt nochmal sehr stark hochkommt. Zum Teil auch aus einer gesellschaftlichen Veränderung. Das hier sind Charts aus einer Gesellschaftsbetrachtung von uns, weil wir natürlich auch hier auch bei unseren Mitarbeitern mit völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Ausprägungen inzwischen unterwegs sind. Sehr, sehr erfahrene Menschen, die ganz andere Bedürfnisse haben als vielleicht junge Menschen. Das ist so noch so ein Bild aus den 80ern, dieses Work-Hard-Play-Hard-Thema, dieses vielleicht auch nacheinander Befriedigen der Bedürfnisse, also eine harte Lernzeit, ein Vollgas geben, viele andere Themen im Leben vernachlässigen, in so einer vielleicht Anfangszeit nach dem Studium. Inzwischen ist es so, dass die zum Glück eigentlich die junge Generation viel, viel mehr Ebenen zeitgleich auf ihrer Bedürfnispyramide versucht auszubauen. Es ist sehr, sehr viel bewusster, achtsamer unterwegs sind. Das reflektiert auf die Arbeitskultur und natürlich bei uns, aber ganz stark bei unseren Kunden. Und wir gestalten gerade für 2, 3 große Konzerne auch Arbeitswelten, die eben auf diese Bedürfnisse speziell eingehen. Und
Mich freut sehr, dass in dem Zuge dann, das sind zum Beispiel jetzt Erkenntnisse aus dem Workshop mit einem Konzern, dass diese knallharte Effizienzgeschichte, die früher eigentlich im Briefing immer hinterlegt war, ganz stark emotionalen Werten und auch Antrieben gewichen ist. Das sind so die Begrifflichkeiten, die dann in so einem Briefing auch zusammengearbeitet werden. Und das finde ich ist eine sehr, sehr große und beachtliche Veränderung. Früher war es so, dass das Thema New Work eigentlich eher so eine Art Ausnutzungs- und Effizienzgeschichte war. Also es wurde zwischen Facility Management, IT und der Personalabteilung eigentlich aufgespannt, dieses Kräftedreieck. Und heute ist es eine komplett andere Perspektive. Es geht darum, einfach Wissen ins Unternehmen zu holen, eine gewisse Kultur auch zu kuratieren, ein Leitbild vorzugeben und es mit den Menschen, die man hat oder die man haben möchte, übereinander zu bringen. Und das sind super schöne Grundlagen und ist auch eine sehr, sehr nachhaltige Beschäftigung. Bei uns sind dann im vergangenen Jahr, das sind mal so ein paar Mutbilder, ich zeige jetzt noch keine fertigen, weil sie jetzt gerade noch unter Verschluss sind. Aber es sind Orte und auch da kommt wieder die Kraft von Räumen ins Spiel. Räume können einfach Denken verändern, Räume können helfen, auch Begegnungen zu kultivieren. Das ist in den seltensten Fällen erstmal Innenarchitektur, sondern es geht ganz viel um Formate, die in diesen Räumen stattfinden. Aber diese Formate kann man unterstützen dann durch spezielle Orte. Und die rauszubilden, macht eine Menge Spaß und bringt auch eine neue Vielfalt in das Thema Marke nach innen. Also es geht nicht darum, Corporate Design Guidelines durchzudeklinieren, um irgendwelche Branding-Elemente, sondern es geht darum, wirklich einfach Gefühle, Funktionen, Kulturen zu unterstützen. Gut. Und damit bin ich auch schon ziemlich am Ende. All diese Themen oder jetzt speziell diese vier Fokusfelder haben alle was mit Live-Kommunikation, mit Kommunikation im Raum zu tun. Und ich hoffe, ich konnte so ein paar Impulse auch absenden, wie wir vielleicht mit unserem Denken und Handeln in dieser Disziplin Gestaltung ein bisschen gegenarbeiten können gegen dieses abnehmende Sozialkunde. Ich habe mir das persönlich vorgenommen und wollte diesen Impuls gerne heute Abend mit euch teilen. Damit ende ich mit dem Sprichwort von Wilhelm von Humboldt. Das war, glaube ich, der Namensgeber meiner Uni damals. Und ich glaube, es ist einfach ein sehr wahrer Satz, dass die Begegnungen und die Beziehungen zwischen den Menschen einfach das sind, was bleibt und das, was wir kultivieren müssen. Und daraus entstehen viele andere Themen. Vielen Dank.